Sie sehen also, liebe Zuschauer, es lohnt sich, hier bei uns in N3 zu bleiben. Die drei in der Tinte erleben Sie nach den Tagesthemen vom Abend mit dem Bericht aus Bonn und der Tagesschau von vor 20 Jahren. Tja, und weil das Wetter am Wochenende auch nicht besser werden soll, können Sie ja morgen ausschlafen. Ich wünsche Ihnen also noch einen schönen Fernsehabend in N3 und einen guten Start ins Wochenende.